Hallo und herzlich willkommen zum clan-internen Hearthstone-Turnier zum 20.09.2015. Meine Haare sind noch nass. Und der Helkalt hat mich auch schon gefordert. Bevor es jetzt jedoch voll losgeht, muss ich euch erstmal sagen. Also, das sind noch die Decks aus der normalen Hearthstone-Serie, aus dem Spielen gewerteten Modus, die ihr auch kennt. Und ich habe gedacht, ich nehme mit den Jäger, den Mildruiden, den Schamanen und den Magier. Das sind meine vier Decks, die ich mit ins Turnier nehme. Er hat meinen Druiden gewetot, das heißt, ich nehme jetzt erstmal einen Schamanen für die erste Runde. Hellkite, gegen den ich jetzt als erstes antrete, er hat Krieger, Schamane, Priester, Paladin, wovon ich den Schamanen gewetot habe, denn auf dem Mirror Match habe ich keine Lust und ich möchte jetzt mit dem Schamanen erstmal einsteigen. Erste Match. Wie gesagt, Best of Three. Thrall gegen Magni. Kasmodan. Eure Zeit ist gekommen. Er nimmt seinen Krieger. Ich nehme. Oh, was eine bescheidene Starthand. Oh. Grüße. Eieiei. Ja, das wird schwer. Das wird richtig schwer. Ja, Hellkite auf jeden Fall der Favorit in diesem clan-internen Turnier, wie eigentlich in jedem clan-internen Turnier von uns in Hearthstone. Wird mal langsam Zeit, dass ihr euch bewerbt hier, ne? Wir brauchen mal ein paar Hearthstone-Profis im Clan, damit er mal ein bisschen spannender wird. Zum Mäusemelken. Ich meine, ich hätte auch die spielen können, aber ich möchte ja nicht, dass er damit Karten zieht. Zumindest nicht so schnell. Boah, Windaxt. Ja, okay. Oh Gott. Könnte das ein Petrin-Krieger sein? Man weiß es nicht, ne? Na, es ist doch echt furchtbar hier! Die passt. Ah. Gegen Hellkite wird auf jeden Fall schwer, ne? Kann schon sein, dass ich jetzt direkt in der ersten Turnierrunde rausfliege, weil der kann nicht einfach, ne? Da muss man einfach mal so knallhart sagen, wie das ist. Jetzt force ich ihn ein bisschen dazu, dass er mit der Win-Axt in die 0-3er reingeht. Ist ein bisschen blöd für mich, aber immer noch angenehmer als Ja, das sieht mir schon sehr Patron-mäßig aus. Schildschlag. Krass. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass er noch einen zweiten Schildschlag hat. Ich würde sagen, finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Ah, vier Angriffswaffe hat er, oder? Ne, hinrichten. Krass. Okay. Okay. Aufrüsten, ne? Guck mal. Der rüstet ja immer mehr auf. Die Elemente mag ich, aber Toten liebe ich.
Jetzt kommt. Ich tippe auf den Großwildjäger. Mal gucken. Ich habe meine Beute im Visier. Ja. Noch ein Hinrichten. Krass. Okay. Das heißt, Hinrichten Nummer 1 und 2 ist beides weg. Das ist ja an sich recht gut zu wissen. Wo bleiben meine Totem-Buff-Dinger? Das frage ich mich so ein bisschen. Ich habe auch noch so ein bisschen Angst vor so einem Brawl. Ne? Dann könnte er auch noch zweimal haben. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was er für ein Deck spielt. Das ist natürlich auch ein bisschen Vorteil für ihn. Er weiß natürlich durch den YouTube-Kanal auch, was ich für Decks habe, was ich für Decks spiele. Baron Gerdin ist natürlich richtig mies. Ja. Das ist unnett. Ah, das ist schon wieder die Frage, ne? Für Knistern ist das Risiko eigentlich zu hoch. Manche können zur Not Knistern und Lavaschock drauf machen. Ich frage mich, ob. War nicht gut. War nicht gut. Vielleicht rächt sich das jetzt. Ein Brawl und ein Schildschlag oder sowas. Hinrichten hat er auf jeden Fall nicht mehr. Das steht fest. Dr. Balance. Der Doktor mit der Balance. Oh Gott sei Dank, aber du bist viel zu spät, Junge. Wo bleibst du denn? Ne? Ich hab zu viel Angst vor einem Brawl erstmal noch. Und jetzt, wenn er einen hat, würde er ihn jetzt machen. Ja! Ja! Das habe ich mir schon gedacht. Oh, come on, really? Die Elemente werden euch vernichten. Ja, aber das war mir klar, ne? Deswegen habe ich den nicht gespielt. Nicht so gut. Das tut mir leid, Freund. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Mal sehen, was er jetzt macht. Ah, Schildschlag! Die Elemente werden euch. Das ist nicht fair, ne? Das ist nicht fair. Warte, was? Bitte! Hallo? Was soll das denn? Oh my gosh. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Hörner zu spüren. Nein. Er wird sowieso mit dem reingehen, deswegen kann ich auch so machen. Habt ihr verstanden, ne? Ja, sowieso. Oh Gott! The pressure is real. Ich bringe Liebe. Oh nee. It's a combination of this. Was soll das denn, Junge? Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ah, Mist!
Ja, gut. In der nächsten Runde geht's weiter gegen den, ne? Boah, Junge. Jetzt muss ich mir überlegen, welches Deck ich gegen ihn spiele. Tschüss.